Ja, aus dem Spiegel. Hallo meine Freunde und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute ist es einem ganz besonderen Video, denn dieses Video endet, wenn ich Englisch spreche. Das heißt, was war das gerade? Das heißt, wenn... Hallo Pferd, alles gut? Wenn ich ein Wort nur auf Englisch sage, dann endet dieses Video direkt. Und es wird für mich unfassbar schwer werden, weil ich bin... Pferd. Weil ich bin ein Mensch, der unfassbar viele Anglizismen benutzt. Und ja, eigentlich ständig irgendwas auf Englisch sage. Also ich wechsle ständig in Englisch, wenn ich nur normal rede. Und deswegen ist es wird so ein Desaster. Okay, und was ich mir jetzt dabei vorgestellt habe, ist, dass ich einfach ein bisschen auf Jorvik rumreite. Die Ingame-Wörter, die teilweise auf Englisch sind, darf ich eigentlich auch nicht sagen. Also so Star Stable oder so. Aber ich glaube, das werde ich nicht so oft sagen müssen. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, dass wir halt hier so ein bisschen rumreiten. Und ich habe auch noch eine Quest beim, jetzt darf ich es noch sagen, Wolf Hall In. Egal, auf jeden Fall, da habe ich noch so eine Quest. Und dann werde ich einfach hinreiten und diese Quest einfach anfangen, weil dann muss ich mit euch reden. Und ja, wir gucken mal, wie das wird. Deswegen würde ich sagen, geht es jetzt los. Oh mein Gott. Ich habe so Angst, ne? Oh mein Gott. Ich muss mich wirklich konzentrieren, weil ich rede echt so oft in Englisch. Ich würde sagen, wir reiten jetzt erstmal dahin. Ja. Gott. Also ich werde das Video hier trotzdem schneiden und so, weil sonst fände ich es ein bisschen langweilig. Ihr müsst mir einfach vertrauen, dass ich hier nichts rausschneide, was ein englisches Wort ist oder so, dass das Video irgendwie länger geht. Das ist nicht der Fall. Ich muss so aufpassen, was ich sage, weil ich habe auch Angst, dass ich es dann irgendwie verpasse, wenn ich ein englisches Wort sage, ne? Oh Gott, ich bin voll angespannt. Okay, nein. Es wird schauen. Ich habe jetzt mal mein, hier das alte Modell von dem Pferd hier. Den Pferden, die Pferderasse darf ich doch eigentlich auch nicht sagen, oder? Warte, hier irgendwo steht doch die Pferderasse. Da. Da. Rausgesucht, weil ich habe mir das letztens erst gekauft, weil die alten Modelle, ich muss mich so konzentrieren, ja, aus dem Spiegel, oh mein Gott, ich wollte gerade ein englisches Wort sagen, entfernt, wurden und deswegen habe ich mir das noch gekauft gehabt. Ja. Okay, wir reden jetzt mit Anna. Ja, okay. Hallo, Christel. Mein Namen darf ich sagen. Ja, okay, das geht noch. Oh mein Gott, ich wollte gerade ein englisches Wort sagen. Im Wolf Hall in. Ich sehe das jetzt nicht. Sind gerade Gäste aus der Fremde zu Gast. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass alles besser läuft, aber ihr Gast scheint sie zu verlassen. Und sie wollen mir nicht sagen, was es ist. Kannst du mit ihm reden? Als Gastwirtin möchte ich ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich machen. Aber sie wollen mir nicht sagen, was los ist. Vielleicht aus Höflichkeit. Dann reden wir doch mal mit ihr. Wow. Sie hat richtig schöne Haare. Wow, zählt nicht als englisches Wort, oder? Nee, das ist so eingedeutscht, das zählt nicht. Ich stelle dir die Touristen vor, die gerade bei uns untergebracht sind. Dann kannst du sie fragen, was ihnen im Herzen liegt. Okay. Eine Familie, die hier zu Gast ist, dankt sich schon seit einer ganzen Weile. Ich habe nur ein paar Gesprächsweisen aufgeschnappt, aber es scheint, als könnten sie sich nicht entscheiden, was sie mit ihrer Freizeit anfangen sollen. Vielleicht würde sie die Sichtweise einer Außenstehenden interessieren. Okay, reden wir mit denen. Ja. Hallo, meine Liebe, wie kann ich dir helfen? Das ist eine gute Frage. Tut mir leid, Liebes. Palavern wird zu laut. Oh mein Gott. Das ist das für ein Wort. Ach, bist du schon hier? Vielleicht kannst du uns helfen. Ich verstehe diese Person nicht. Wir sind auf Jorvik herumgefahren, haben uns die verschiedenen Stellen angesehen, um zu entscheiden, welchen wir unsere Töchter nächsten Sommer schicken möchten. Wir hatten etwas mehr Zeit kalkuliert, was etwas Unvorhergesehenes passiert, und wir haben jetzt noch ein paar Tage übrig, für die wir nichts geplant haben. Ich kann so ziemlich entspannende Aktivitäten empfehlen. Es wäre schön, wenn wir nicht mehr fahren mussten, wo wir in letzter Zeit so viel unterwegs waren. Fancy Haare. Oh, scheiße.